Hallo und herzlich willkommen zum dritten heiligen Tag, zur dritten heiligen Nacht. Ich will diesen Tag beginnen mit einem Text, der über das Mysterium des Christus von Rudolf Steiner auch verfasst wurde und der zu Beginn aller dieser Tage stehen kann. Göttliches Licht, Christussonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, dass gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. So vieles ist darin gesagt, das nicht in kurzen Botschaften hier ausgedrückt werden kann. Was hier ganz entscheidend ist, ist die Botschaft an uns, dass wir werden sollen, was der Christus schon war und ist. Sonnenkraft. Werde eine Sonne, ist die Botschaft. Werde eine Sonne, die ihr Licht und ihre Wärme anderen Menschen teilt, ihnen schenkt, die andere erleuchtet und andere wärmt. Und beinhaltet ist die Botschaft auch des letzten Tages der Brüderlichkeit, dass wir aus unseren Handlungen lernen, aus Liebe heraus tätig zu werden. Vor kurzem habe ich einen sehr schönen Beitrag über die Liebe auf Facebook gesehen. Und die Botschaft darin lautet, dass wir doch in dieser schrecklichen Zeit nur eine einzige Lösung haben, nämlich die Liebe. Und das ist richtig. Aber wo lernen wir denn die Liebe? Denn wir haben schon gehört, vor der Liebe steht die Freiheit. Und das ist ein weiter Weg dorthin. Und vor der Freiheit steht diese harte Arbeit, dass wir bereit sind für die Wahrheit. Dass wir wirklich nach Wahrheit streben. Liebe ist so einfach gesagt, aber es ist ein so weiter Weg dorthin, denn nur über die Wahrheit und die Freiheit kommen wir dorthin und das haben wir zu lernen und zu üben den ganzen Tag. Und damit wir das erreichen können, gibt es neben Menschen und Engeln nun weitere Wesenheiten, die eine Stufe höher stehen über den Engeln und die ganze Völker auf ihrem Weg begleiten. Und darum geht es an diesem dritten Tag. Es geht ja darum, dass wir hineingeboren werden in ein Volk mit einer Muttersprache, dass wir eine physische, körperliche Heimat haben. Hast du aber jemals darüber nachgedacht, woher eigentlich deine Sprache kommt? Nun, das ist das nächste große Geheimnis. Sie kommt nämlich von jenen Wesen, die wir Erzengel nennen, Archangeloi im Griechischen. Mit deiner Sprache bist du mit dem Erzengel deines Volkes verbunden. Und deshalb gibt es auch Völker. Und du bist in einem Volk geboren und damit kannst du dich vertraut machen an diesem dritten Tag mit diesen Wesen. Ihnen ist dieser Tag gewidmet. Und wir treten mit diesem Erzengel in das Zeichen des Steinbocks ein. Ein Merkmal dieses Zeichens ist auch seine Spiritualität. Die spirituelle Weltanschauung ist damit verbunden und daher spielen auch die Erzengel sehr viel weitere Rollen. Wichtige Funktionen in dieser geistigen Hierarchie. Sie sind zum Beispiel die Hüter dieser 13 heiligen Nächte, aber auch die Regenten der Jahreszeiten. Da gibt es 4 große Erzengel. So können wir uns an diesem Tag bewusst in Verbindung setzen mit diesen Wesen, die eine Stufe über den Engeln stehen. Und diese Verbindung kann ganz einfach sein am Anfang. Sie kann einfach darin bestehen, dass wir uns mit diesen Tatsachen überhaupt befassen und uns ihr bewusst werden. Und mit der Zeit bringen wir sie in das Fühlen unseres Herzens hinein. Und dann beginnt das, dass wir Licht und Wärme mit der Zeit auch ausstrahlen. Und dann hören wir darauf, was dieses Herz uns sagt. Du kannst das alles überprüfen und fühlen und für dich selber herausfinden, was es mit diesen Erzengeln für dich auf sich hat. Und das kann der Wert dieses dritten heiligen Tages für jeden von uns sein. In diesem Sinne wünsche ich dir auch dieses Mal einen dritten wunderbaren heiligen Tag. Dein Axel Burkhardt.